Herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour. Wir sind jetzt im vierten Quartal und haben heute Lektion Nummer 9. Das Thema vom ganzen Quartal lautet Erziehung und Bildung. Und ich freue mich, dass dieses Thema in diesem Viertel durchstudiert wird. Und ich hoffe, dass jeder von uns sich die Zeit nimmt, das nicht nur so am Freitagabend mal kurz so durchzufliegen, was denn hier so drinsteht, um am Sabbat auch was drinstehen zu haben, sondern dass wir das Thema studieren, dass wir das für uns, dass wir es verinnerlichen. Ob wir Kinder haben oder keine Kinder haben, oder es spielt keine Rolle, aber das Thema ist für alle wichtig, weil Erziehung jeden Menschen etwas angeht, weil wir selbst erzogen werden und unsere Erziehung bis zum Lebensende, bis in die Ewigkeit hinaus weitergehen wird. Heute haben wir das Thema Nummer 9, die Gemeinde und Erziehung. Ich möchte zu Anfang noch mal ganz kurz darauf hinweisen, es gibt zwei Bücher, die ich ganz dringend empfehle, zu studieren nebenbei. Natürlich gibt es auch gute andere Bücher, die man empfehlen kann, von Donna Habenicht und von anderen, die auch gute Erziehungsbücher geschrieben haben. Aber zwei Bücher, die ganz wichtig sind. Einmal von Ellen White, Thema Erziehung. Das sind so die Grundlagen über Erziehung. Das sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Hier haben wir jetzt auch hier eine Werbung auf der ersten Seite. Das sieht heute jetzt ein bisschen anders aus, das Buch Erziehung, aber das spielt keine Rolle. Das ist wichtig, weil hier Dinge beschrieben werden, dass wir verstehen, worum es geht in der Erziehung. Und als zweites das Buch Wie führe ich mein Kind? Hier geht es um Kindererziehung, aber auch darüber hinaus, auch um Schulen und um Gemeinde und Erziehung. Deswegen unser Thema heute, Gemeinde und Erziehung, ist auch hier ein Kapitel drüber drin und ganz wichtiges Thema. Und vor allen Dingen die Praxis steht hier drin. Wie gehe ich damit um, wenn Kinder ungehorsam sind, wenn sie Charakterfehler haben und wie soll ich Kinder strafen und wie sieht das aus mit dem Zorn der Eltern und viele andere Dinge. Und natürlich, wir haben auch darüber ein Seminar gemacht. Das sind 19 Vorträge auf 3 Video-DVDs, wo man sich den Inhalt, das haben wir hier dargestellt und erklärt, in Präsentationen und Erklärungen, in Seminarform, kann man sich auch anschauen und zur Vertiefung. Ja, bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen, Lektion Nummer 9, darf ich euch bitten, dass wir gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für deine Güte, für deine Größe, für deine Liebe. Wir danken dir, dass wir diese Liebe überall erkennen dürfen. In der Natur, in deinem Wort, in persönlichen Erfahrungen und dass wir in dir geborgen sein können. Herr, hab Dank, dass du uns auch einiges sagst über die Frage der Erziehung, wie wir unseren Kindern das weitergeben können, was wichtig ist für ihr Leben. Und wenn wir jetzt über das Thema Gemeinde und Erziehung sprechen, dann bitten wir dich um deinen Heiligen Geist, dass du unser Herzen vorbereitest und öffnest und dass wir auch selbst etwas davon lernen können und auch in unserem Alltag umsetzen. Habt du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Gemeinde und Erziehung. Den Merktext, den finden wir auf der ersten Seite dieser Anleitung. Da heißt es, 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Verse 5 bis 8, wir haben auch nicht Ehre gesucht von den Leuten, weder von euch noch von anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir waren arglos unter euch. Wie eine Amme ihre Kinder pflegt, so haben wir Herzenslust an euch und sind bereit, euch teilhaben zu lassen, nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem Leben, denn wir haben euch lieb gewonnen. Ja, hier haben wir schon das erste Prinzip, was Paulus uns sagt, wie Erziehung funktioniert. Und das ist auch eine Erziehung, er schreibt hier zu einer ganzen Gemeinde in Thessalonik, wie seine Beziehung zu ihnen war und wie auch die Vermittlung des Evangeliums und auch die Erziehung von dieser Gemeinde, wie das funktioniert und dass das eigentlich auch in die gleiche Richtung geht und das gleiche bedeutet. Ja, wir haben einige, ich werde nicht alle Abschnitte von dieser Woche hier erwähnen, sondern so 2, 3 wichtigsten und dann über das Nachdenken, ähnlich wie letzte Woche wir es gemacht haben, einige Kapitel aus dem Buch Wie führe ich mein Kind zitieren und da einige Gedanken daraus mitteilen, weil ich gerne das nicht nur in der Theorie lassen möchte, sondern auch in die Praxis gehen möchte, wie das praktisch umgesetzt werden kann, was das für uns und unsere Kinder bedeutet. Echte christliche Bildung, Lukas Kapitel 10, Verse 30 bis 37, da haben wir das Gleichnis beim Herzigen Samariter, was wir hier zum Lesen aufbekommen haben. Ich darf euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen und mitzulesen. In Lukas Kapitel 10, Verse 30 bis 37.
Jesus antwortete und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Ja, ich denke, hier haben wir ein Beispiel, das wichtig ist, dass unser Leben mit Jesus nicht nur darum besteht, dass wir das Richtige glauben, sondern auch, was wir tun. Deswegen ist es wichtig, dass wir die richtige Lehre haben. Die richtige Lehre ist wichtig, weil sie uns davor bewahrt, verführt zu werden. Satan versucht immer wieder, falsche Lehren aufzubringen, weil falsche Lehren uns ein falsches Bild von Gott vermitteln und damit in eine falsche Richtung gehen und am Endeffekt auch Gott uns von Gott trennen lassen. Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir, wenn es um Lehrfragen geht, dass wir konservativ sind, dass wir die Lehren der Bibel konservieren, bewahren, hochhalten, festhalten. Aber neben der richtigen Lehre ist auch das liebevolle Handeln wichtig. Denn der barmherzige Samariter, er war derjenige, der hier geholfen hat, der liebevoll gehandelt hat. Ja. Und Jesus hat das natürlich ein bisschen provoziert in seiner Rede, dass er davon sprach, dass der Levit und der Priester, das waren beides Menschen, die Gott gedient haben, dass die auch des Weges gekommen waren und sie haben nicht geholfen. Das heißt, sie haben zwar die Theorie richtig gehabt, aber sie haben die Praxis nicht umgesetzt. Und deswegen sagt Jesus immer wieder: Was nützt es, wenn ihr Herr, Herr zu mir sagt, aber nicht tut, was ich euch sage? Also wir sollen nicht nur das hören, sondern auch tun. Deswegen, wir sollen die Menschen, und wenn es darum geht, das umzusetzen, heißt das, wir sollen die Menschen so sehen, wie Gott sie sieht. Uns fällt es manchmal schwer, Menschen so zu begegnen, dass es gut ist. Wir sehen manchmal das Äußere und wir sehen ihre Herkunft, ihre Hautfarbe und sie riechen komisch und sie verhalten sich komisch. Und das ist etwas, was uns irgendwo immer ein bisschen abschreckt. Aber wir sollen die Menschen sehen, wie Gott sie sieht. Und wie sieht Gott den Menschen? Gott liebt jeden Menschen. Und deswegen sollen auch wir jeden Menschen lieben. Und jeden Menschen lieben heißt, dass wir ihn erstmal als Persönlichkeit annehmen. Das heißt nicht, dass er alles gut und alles richtig macht, sondern dass wir ihn als Person wahrnehmen und seine Würde achten und ihm auch die Wertschätzung und die Liebe auch zeigen. Jesus hat jedem Menschen Wertschätzung und Liebe gezeigt. Deswegen haben sich die Menschen auch wohlgefühlt in seiner Nähe. Und selbst Menschen, die Außenseiter waren, ob das Zachäus war, Jesus hat nicht gesagt: Naja, was bist du für einer, und komm und bekehr dich erstmal und dann können wir mal gucken, was wir haben. Nein. Durch die Liebe Jesu hat er sich dazu bewogen gefühlt, umzukehren und uns seinen Besitz in den Arm zu geben und den Betrug wieder gut zu machen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die Menschen mit Gottes Augen sehen, dass wir sie lieben und dass wir sie annehmen als Menschen. Ja. Und wir sollen jeden Menschen so sehen, wie jemanden, für den Jesus gestorben ist. Denn wenn man durch die Straßen geht und gerade wenn man in der Stadt lebt, das ist immer, deswegen ist es nicht gut, in der Stadt zu leben. Warum? Da sind Tausende von Menschen und man kann nicht jeden Menschen bewusst anschauen, sondern man geht an den Menschen vorbei und man sieht die Tausende von Menschen, aber man guckt durch sie durch. Und auch die anderen, die sehen dich, die gucken dich an, aber weißt genau, die haben dich nach 2 Sekunden wieder vergessen. Das heißt, man kann mitten in der Masse der Menschen einsam sein. Aber wenn man den Menschen bewusst anschaut und dann den Menschen sieht und dann denkt: Jesus ist für diesen Menschen gestorben, Jesus möchte, dass dieser Mensch gerettet wird, Jesus möchte, dass dieser Mensch Gottes Erlösungsplan versteht und erkennt, dass er Gott kennenlernt, dass er sein Leben Gott übergibt und dass er auch gerettet wird für die Ewigkeit.
Wenn man die Menschen mit diesem Gedanken anschaut, dann wird man sich ihnen ganz anders verhalten. Oder wenn irgendein Mensch uns vielleicht negativ entgegenkommt, wenn er uns ausschimpft, wenn er uns irgendwie, ja, dann sind wir schnell dabei, zurückzuschimpfen oder zurückzuschlagen. Aber da zurückzustehen und dann zu sagen, wie sieht Gott diesen Menschen? Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und wir sind manchmal andersrum. Wir lieben die Sünde und hassen den Sünder. Und den Menschen zu lieben und ihm mit Würde und mit Wertschätzung zu begegnen, der uns Böses möchte, auf jeden Fall in dem Moment Böses möchte, das ist nicht ganz einfach. Aber Jesus hat das vorgelebt und wenn wir mit Jesus leben, können wir auch in diese Richtung uns verändern. Berufen als Licht zu leben. Matthäus 5, Verse 14 bis 16. Hier haben wir einen Teil der Bergpredigt. Matthäus 5, Verse 14 bis 16. Dort heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Das heißt, was bedeutet es, Licht zu sein? Licht zu sein heißt, hier und hier haben wir ein Bild von diesem Gegensatz zwischen Licht und Finsternis. Wir haben diesen großen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, zwischen Licht und Finsternis. Und die Finsternis kann man nicht vertreiben, indem man die Finsternis in einen Sack steckt und aus dem Haus rausträgt, wird es immer noch finster sein. Sondern Finsternis kann man vertreiben, indem man ein Licht anzündet, indem man Licht ist. Und durch das Licht wird die Finsternis vertrieben. Und so sollen wir Licht sein für Gott. Das heißt, dass wir durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun, Gottes Charakter darstellen. Licht zu sein. Die Menschen sollen Gott durch uns sehen. Wie sollen die Menschen Gott kennenlernen? Sie können Gott nicht kennenlernen, weil sie Gott nicht sehen können. Aber sie können uns sehen. Und durch unsere Taten, durch unsere Liebe, sollen sie auch Gottes Liebe verstehen und kennen. Ich weiß noch, wir hatten, als ich noch in Nordrhein-Westfalen Prediger war, kam ein junger Mann, ja so 25 Jahre ungefähr, und der hat es sehr schwer gehabt. Als er geboren wurde, ist seine Mutter gestorben und seine Stiefmutter hat ihn immer nur geschlagen und nie geliebt. Und sein Vater hat, naja, das auch nicht so verstanden. Und als er Abitur gemacht hat, als er 18 oder 19 Jahre alt war, da ist sein Vater gestorben und er hatte niemanden mehr. Er hatte weder Verwandte noch Geschwister noch irgendwie oder Freunde und er war ganz allein. Und natürlich hatte er jede Menge eigenartige Gewohnheiten. Er hat auch keine richtige Berufsausbildung gemacht und so weiter. Auf jeden Fall ist er dann in die Gemeinde gekommen und hat sich geöffnet und hat die Bibel kennengelernt und hat das alles angenommen. Und dann sagt er eines Tages mal zu mir, sagt er, Olaf, ich kann Gott nicht sehen und Gott nicht erkennen. Gottes Liebe kann ich auch nicht spüren. Aber durch deine Liebe zu mir kann ich Gottes Liebe verstehen. Und denke, das ist genau das, dass die Menschen unsere Liebe sehen, spüren und dann auch verstehen, dass Gott sie liebt. Die Menschen sollen Gott durch uns sehen. Jemand sagte einmal, wir sollen wie ein Nagel sein. Ein Nagel, der ein Bild hält. Wenn ein Bild an der Wand hängt, dann sieht man den Nagel nicht, der ist dahinter. Aber man sieht das Bild. Und niemand sagt, wenn der vor einem Bild steht, ach, das ist ein schöner Nagel, der das Bild hält. Da sagt niemand. Sondern man bewundert das Bild. Und so sollen die Menschen, wenn sie uns sehen, nicht uns bewundern, denn wir sind nur der Nagel, sondern sie sollen Jesus bewundern. Denn Jesus soll durch unser Leben dargestellt werden. Deswegen steht hier auch, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Sie sollen unsere guten Werke sehen. Unsere Liebe, unseren Jesus-ähnlichen Charakter. Und hier steht nicht, und euch preisen, sondern hier steht, und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, dass die Menschen Gott durch uns sehen. Das ist wichtig, dass die Menschen merken, die haben etwas, was ich nicht habe. Die haben eine übernatürliche Ausstrahlung, eine übernatürliche Kraft, ein etwas, was Menschen unmöglich ist. Ja. Deswegen, wir sollen ein Vorbild sein. Wir sollen nicht nur lehren und sagen, sondern wir sollen das, was wir lehren, auch selber umsetzen. Dieses Vorbild sein ist wichtig, dass wir auch sowohl in der Gemeinde als auch bei Kindern, als auch in der Schule, überall das, was wir sagen, mit dem, was wir tun, sich deckt.
Jemand sagte einmal, das, was wir tun, redet lauter als das, was wir sagen. Oder ein anderer sagte mal, die ganze Erziehung nützt doch nichts, weil die Kinder uns doch alles nachmachen. Das heißt, wir versuchen sie zum Guten zu erziehen, aber durch unser Vorbild wirken wir wesentlich stärker als das, was wir sagen. Deswegen ist auch wichtig, wie reagieren wir in schwierigen Situationen, in Stresssituationen oder wenn wir schnell zornig werden, wie können wir uns wieder in Kontrolle bekommen. Das sind alles Dinge, die die Kinder merken und spüren und daraus lernen, für ihr eigenes Leben lernen. Vorbild sein. Ja, die Wahrheit suchen. Der nächste Abschnitt in unserer Lektion, Psalm 25, Vers 5. Psalm 25, Vers 5. Und dort heißt es, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gott möchte, dass wir seine Wahrheit kennenlernen. Gott möchte uns lehren. Und lehren heißt, dass wir lernen, das, was Gott uns beibringen möchte. Und das Lernen geht immer so, dass wir das erstmal, dass Gott uns etwas sagt, dass wir es verstehen und dass wir dann die Motivation haben, das zu tun und das dann auch entscheiden, dass wir so handeln wollen und das dann auch umsetzen. Lernen, dass wir von Gott in seine Wahrheit geleitet werden, dass wir ihm, seine Wahrheit ist sein Wort und natürlich auch Jesus Christus selbst. Ja. Die Bibel gibt Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Nämlich, woher kommen wir? Wer bin ich? Wie sollen wir leben? Wohin gehen wir? Was geschieht nach dem Tod? Das sind alles wichtige Fragen. Und die Menschen haben diese Fragen. Manchmal mehr theoretisch, manchmal auch ganz praktisch. Wenn jemand gestorben ist aus ihrer Verwandtschaft, dann fragen sie ja, was ist jetzt mit dem Toten? Ist er im Himmel? Ist er in der Erde? Ist er in der Hölle? Wo ist er? Oder was ist der Sinn des Lebens? Wofür lebe ich überhaupt? Und die Bibel hat darauf Antworten. Und die können wir für uns finden, für uns selbst, aber auch Antworten, dass wir das anderen weitergeben können, unseren Kindern weitergeben können, anderen Menschen weitergeben können. Denn nicht jeder wird auf diese Antworten, die die Bibel zeigt und sagt, positiv reagieren. Manche werden sagen, ja, das will ich nicht, das glaube ich nicht, das brauche ich nicht. Gut, aber anbieten müssen wir es ihnen. Und es gibt viele Menschen, die das aufnehmen und annehmen und sagen, das ist das, was ich immer schon in meinem Herzen gewollt habe. Wenn jemand getauft wird, hören wir oft Zeugnisse. Und sehr häufig sagt der Täufling, ja, früher habe ich eine innere Leere gehabt und ich habe gesucht nach Glück und nach dem Wahren und nach Sinn im Leben. Und ja, und dann habe ich Gott kennengelernt, die Bibel kennengelernt und habe darin gelesen und studiert und Jesus besser kennengelernt und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben und jetzt habe ich Frieden im Herzen, jetzt habe ich Glück. Meistens ist irgendwo das mit dabei bei seinem Zeugnis. Und das zeigt doch, dass ein Mensch ohne Gott, auch wenn er vielleicht ein bürgerliches Leben führt, aber dass irgendwas in seinem Herzen fehlt. Und die Bibel hat genau die Antworten auf diese Lücke, auf diese Sehnsucht im Herzen. Wir sollen unser Leben teilen. 1. Thessalonicher, das ist jetzt der Ausgangstext, der ist sehr schön. Der Ausgangstext, den Paulus hier an die Gemeinde Thessalonich geschrieben hat, Kapitel 2, Verse 6 bis 8. Der erste Brief der Thessalonicher, Kapitel 2, Verse 6 bis 8. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch liebgewonnen. Ja, das sind ganz wichtige Prinzipien, die Paulus hier an die Gemeinde schreibt. Er sagt, es geht bei der Weitergabe von Gottes Charakter, von dem Erlösungsplan und von der Erlösung nicht nur darum, dass wir Wissen weitergeben, sondern auch, dass wir über Beziehungen einen Weg zum Herzen des anderen finden und ihn dann weiterführen können. Und zwar ist es ganz, ganz stark, da hängt es damit zusammen mit dem Vertrauen. Wenn irgendjemand etwas von mir sagt, und es ist ein Fremder, ich kenne den gar nicht, dann werde ich das vielleicht überlegen und kritisch prüfen und
Naja, okay, wenn es in mein Weltbild passt, würde ich es schon irgendwo einsortieren. Aber wenn das etwas komplett anderes ist, werde ich das höchstwahrscheinlich ablehnen. Aber wenn das jemand zu mir sagt, zu dem ich Vertrauen habe, und der sagt mir etwas, was mit meinem Weltbild nicht zusammenpasst, dann hat das schon Einfluss auf mich, weil das jemand sagt, dem ich vertraue. Deswegen, das Vertrauen ist sehr wichtig. Natürlich, dass das Vertrauen wächst, muss ich nicht mit jemandem jahrelang in enger Freundschaft zusammenleben. Sondern, ich denke, Jesus hat gepredigt und manchmal haben auch die Menschen allein durch seine Predigt Vertrauen zu ihm gewonnen. Wenn sie gesehen haben, wie er, wie auf dem Bild hier, die Kinder geherzt hat und wie er sich den Menschen zugewandt hat. Die Menschen haben durch die Art und Weise, wie er gelebt hat, Vertrauen zu ihm gehabt. Haben sie aufgebaut. Und dadurch konnte Jesus auch etwas sagen und sie haben ihm zugehört und haben das angenommen. Das heißt, wir sollen auch Vorbild sein. Und wir sollen die Schüler, die Kinder lieben. Wenn ein Lehrer nur seinen Schülern etwas vermitteln will, aber zu ihnen keine Beziehung haben möchte, das wird nicht funktionieren. Sondern wir sollen für jeden einzelnen Schüler sollen wir beten, sollen wir uns das vorstellen, wo hat er Fähigkeiten, wo hat er Stärken, wo hat er Schwächen, wie kann Gott seinen Charakter ausgleichen. Wir sollen die Kinder lieben, wie unsere eigenen Kinder. Und unser Leben mit ihnen teilen. Das Evangelium sollen wir in Gemeinschaft leben, auch in der Gemeinde. In Deutschland haben wir den Nachteil, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr individualistisch ist. Das heißt, jeder lebt für sich selbst und der andere, weil wir in einem System leben, das Kapitalismus heißt, bedeutet das, dass der andere nicht meine Hilfe ist, sondern dass er eher mein Konkurrent ist, der mit dem Arbeitsplatz wegschnappen könnte oder der meine Beförderung im Wege stehen könnte. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in einem Land, wo wir individuell leben, individualistisch leben, dass wir hier die Gemeinschaft stärker betonen, dass wir Situationen und Gelegenheiten suchen, um Gemeinschaft zu stärken in der Gemeinde. Dass man nicht nur zusammenkommt, um irgendwo zusammen zu Gottes Wort zu hören, zu predigen, zum Gottesdienst, sondern dass man auch zusammenkommt, um sozial Dinge mal zu teilen, so ein Potluck und andere Dinge. Oder Gemeindeausflug oder Gemeindewanderung oder was es auch immer sein mag. Deswegen das Leben zu teilen. Das hat Jesus auch gemacht. Jesus hat mit seinen Jüngern, mit seinen 12 Jüngern, 3,5 Jahre sein Leben geteilt. Er hat nicht gesagt, gut, jetzt habe ich eine Stunde für euch in der Woche und dann gehe ich wieder, sondern er war die ganze Zeit für sie da. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ja? Und dieses Leben teilen hat den Einfluss gehabt auf seine Jünger, auf seine Schüler und nachher auf die ganze Gemeinde. Und das ist ein Beispiel für uns. Ja, jetzt möchte ich einige Kapitel wieder aus diesem Buch, Wie führe ich mein Kind, darstellen. Einige Kapitel, die genau mit diesem Thema zusammenhängen, nämlich wie hat die Gemeinde auch in Bezug zur Erziehung was hat der Sabbat und auch der Gottesdienst mit der Erziehung zu tun und wie sollten wir als Eltern damit umgehen und wie hat die Bibel damit einen Bezug. Kapitel 77 bis 81, ein paar Gedanken daraus, die, denke ich, wichtig sind, um das Thema zu vertiefen und darzustellen. Thema 77 ist die Bibel im Heim. Und zwar, die Bibel ist sehr vielschichtig. Es ist für jeden etwas dabei. Je nachdem, welche Interessen er hat und was für ihn wichtig ist, welche Richtung seine Fähigkeiten gehen und seine Begabung gehen. Die Bibel enthält die frühe Geschichte der Menschheit. Sie enthält lebensechte Biografien. Das sind nicht nur ausgedachte Geschichten über irgendwelche Märchengestalten, sondern das ist echt, wirklich passiert. Und überall haben wir auch moralische und ethische Werte und Grundsätze dabei, die weiter vermittelt werden. Prinzipien, nach denen man regieren kann. Ja? Das heißt, man könnte die Prinzipien der Bibel, auch der Bergpredigt und andere Prinzipien der Bibel und der Gesetze, könnte man auch für, wenn man in verantwortlicher Leitungsposition ist, ne? Oder auch sogar, wenn man in einer Regierung steht, kann man das nutzen, um danach zu leben und zu regieren und zu handeln. Die Bibel hat inhaltsschwere Philosophien. Die hat so tiefgehende Gedanken, dass die größten Philosophen der Welt nicht in der Lage sind, diese Gedanken nachzudenken und ganz zu verstehen, was damit gemeint ist. Da kann man tatsächlich, also es ist für Philosophen etwas, es ist für Regierungsleute etwas, es ist für Kinder etwas, die einfach nur das lesen und darin Hilfe finden für ihr Leben. Ja? Die haben zarte, erhabene Poesie, also das ist Kunst, ist das, ja, sehr hohe Kunst. Ob das jetzt die Psalmen sind, ob das das Hohelied ist oder die Sprüche, das ist Poesie, die tatsächlich unser Innerstes erhebt und uns
unser Leben verändert, wenn wir es lesen. Wir haben erschütternde Leidenschaften, positive als auch negative. Und auch die negativen Dinge, die manche große Männer der Bibel gezeigt haben, werden hier schonungslos aufgedeckt. Und nicht damit wir uns damit selbst entschuldigen, sondern damit wir daraus lernen können, damit wir wissen können, es ging den Menschen damals genauso, wie uns das heute geht. Und wie haben sie überwunden und wie sind sie den Weg mit Gott gegangen? Und wir können all das, was in der Bibel steht und die ganzen Geschichten und alles, was wir da lesen, in Bezug zum Erlösungsplan setzen. Das ist wichtig. Warum? Weil der Erlösungsplan die Grundlage ist der ganzen Bibel. In dem Erlösungsplan finden wir, was Gott für uns getan hat, was Jesus für uns getan hat, wie wir mit Jesus leben können, wie wir verändert werden können, wie wir charakterlich wachsen können, was die Erziehung hier ausmacht, nämlich Wachstum in Christus. Und deswegen können wir alles, was wir in der Bibel finden, in Beziehung bringen zum Erlösungsplan und damit können wir das nutzen für unsere Erziehung. Ein Zitat aus dem Buch Wie führe ich mein Kind, Seite 282. Durch das Studium seines Wortes deckt Gott für uns eine reiche Festtafel. Zahlreich sind die Segnungen, die wir durch sein Wort in uns aufnehmen. Wenn wir an diesem Wort teilhaben, wächst unsere geistliche Kraft, die Gnade und Erkenntnis der Wahrheit. Gewohnheiten der Selbstbeherrschung bilden und verstärken sich. Die Unvollkommenheit der Kindheit, Ärger, Eigenwille, Selbstsucht, zornige Worte, leidenschaftliche Handlungen verschwinden. An ihre Stelle entwickeln sich Tugenden der christlichen Reife. Das sind gute Worte. Das heißt, hier wird eine Entwicklung des Charakters beschrieben. Und wie geschieht das? Wodurch geschieht das? Der erste Satz sagt, durch das Studium seines Wortes. Das heißt, durch das Studium der Bibel haben wir eine Festtafel. Und diese Festtafel bedeutet, dass es für uns zu einem Genuss ist, dass es für uns zur Schönheit und zur Reife und zum Gelingen des Lebens gereicht. Und durch das Studium der Bibel wird unser Leben sich verändern. Wir haben mehr Selbstbeherrschung. Die Dinge der Kindheit, die Unkontrolliertheit, der Eigenwille, der Ärger, die Selbstsucht, das verschwindet alles. Deswegen hier sehen wir auch, durch die Bibel werden wir in der Erlösung, in der Heiligung Fortschritte machen. Und das ist auch das, was auch Kinder oder was auch wir in der Erziehung brauchen, um Fortschritte zu machen. Deswegen ist hier wieder auch Erziehung und Erlösung das Gleiche. Die gleichen Grundsätze, die gleichen Prinzipien. Ja, biblische Geschichten, wir sind immer noch die Bibel im Heim. Die biblischen Geschichten sind eine geistliche Nahrung für unsere Kinder. Und sie sind der Maßstab der Redlichkeit. Die Grundlage der christlichen Religion, wir sollten die Bibel schätzen. Und wenn wir die Bibel schätzen und sie lesen, dann werden wir Kraft bekommen, Versuchungen zu widerstehen. Wer nur die Bibel einmal in der Woche hört und liest am Sabbatmorgen, wird nicht in der Woche Kraft haben, Versuchungen zu widerstehen. Das geht nicht. Keine Chance. Deswegen Bibel lesen und Gebet, die beiden Dinge zusammen. Gebet kommt gleich auch noch, gleich anschließend. Das Studium der Bibel wird dazu führen, dass unser Denken geschärft wird. Übrigens, nichts schärft unser Verstand so sehr, wie das Auswendiglernen von Bibeltexten. Deswegen sollten Kinder auch regelmäßig Bibeltexte lernen, weil dadurch sie intelligenter werden und besser Dinge verstehen und verknüpfen können. Ja. Junge Leute können den höchsten Entwicklungsstand ihres Verstandes nicht erreichen, wenn sie die Quelle der Weisheit, das Wort Gottes, vernachlässigen. Deswegen ist nicht nur Religionsunterricht ein Nebenfach, was man irgendwo noch am Freitagnachmittag, wenn alles vorbei ist, noch irgendwo hereinquetscht, sondern die Kinder sollen sich mit der Bibel beschäftigen. Sie sollen die Bibel, die Inhalte der Bibel verstehen, die Geschichten der Bibel verstehen und auch wissen, was das bedeutet. Und auch die Inhalte des Erlösungsplanes und was Gott daran sagt, dass sie das mit ihrem Leben in Einklang bringen können und ihre Beziehung zu Gott daraus schöpfen können. Deswegen sollte man Kindern nicht nur die Theorie der Bibel erklären, sondern auch sie ihnen erklären, wie das für ihr persönliches Leben wichtig wird. Dass sie selbst ihr Leben Jesus übergeben, dass sie selbst Jesus im Herzen haben, dass sie selbst diese Gleichnisse und diese Geschichten, die Verheißung Gottes auf ihr eigenes Leben beziehen können. Ja, das Lesen der Bibel hat direkte Auswirkungen auf das Wohl der Menschen, des Staates, der Gesellschaft, der Familien. Deswegen, die Bibel erhöht ein Volk. Sie bringt mehr Wohlstand und mehr Glück in die Gesellschaft. Unsere Kinder sollen wir deshalb sorgfältig in der Bibel unterweisen. Die Liebe zur Bibel kommt aber nicht von alleine. Du kannst nicht einem Kind die Bibel vorsetzen und dann sagen, jetzt lese mal und dann hat es am nächsten Tag eine Begeisterung dafür. Sondern man muss es
dem Kind gerecht bringen. Erstmal Kinderbibeln, dann die Geschichten erzählen und dann die Grundsätze der Bibel. Und je nachdem, wie ein Kind das verstehen kann, auch mit ihm über die Bibel sprechen und das auch selbst auf einmal entdecken kann, wenn es die Bibel liest, was das bedeutet und wie man das umsetzen kann. Ja. Wir lesen oft andere Bücher, aber nicht die Bibel. Natürlich, auch christliche Bücher sind manchmal auch gut, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass wir die Bibel nicht mehr lesen. Auch wir persönlich selber als Erwachsene. Ja. Wenn Eltern die Bibel missachten, spiegelt sich das bei den Kindern wieder. Ja. Deswegen, je mehr die Eltern selbst die Bibel lesen, desto mehr können sie auch den Kindern das wiedergeben. Und man sollte die Kinder in der ganzen Bibel unterweisen. Und dabei sollte man geduldig, freundlich und liebevoll sein. Aber Kinder lieben das. Kinder lieben die Geschichten der Bibel und auch die Grundsätze der Bibel. Und die Kinder lernen dann, zwischen echt und falsch zu unterscheiden. Denn es geht ja nicht nur darum in der Erziehung, dass man Kindern etwas verbietet und sie dann das tun, was man sagt. Das ist zwar gut, aber das reicht nicht. Nämlich, wenn die Kinder das nicht verinnerlicht haben, dann werden sie, wenn sie 18 sind und selbstverantwortlich für ihr Leben sind, werden sie dann das alles tun, was sie vorher nicht durften, aber immer wollten. Deswegen, es geht nicht darum, die schlechten Dinge zu verbieten in der Erziehung, sondern es geht darum, dass die Kinder das Gute selber wollen und das Böse selber ablehnen. Das heißt, dass die Kinder zwischen echt und falsch, zwischen gut und böse unterscheiden können. Und das können sie nur lernen, wenn sie die Bibel auch lesen, wenn sie vom Heiligen Geist daran geführt werden. Ja, und wenn sie die Prinzipien der Bibel auch in ihrem Alltag dann umsetzen können. Zum Beispiel die Frage, welche Musik sollte ich hören? Gute Musik, schlechte Musik? Oder mit welchen Freunden sollte ich Umgang haben? Oder welche Filme sollte ich anschauen? Oder welche Bücher sollte ich lesen? Das sind alles Dinge, die Kinder lernen durch den Umgang mit der Bibel und durch Unterweisung und durch Prinzipien, dass sie selbst das Gute wollen. Ja, und dann werden sie auch, wenn sie denn selbstverantwortlich sind, das Gute immer noch wollen und tun und einen guten Weg gehen. Die Bibel sollte an erster Stelle stehen. An erster Stelle in allen. Ja. Und sie hilft zur Bekehrung der Kinder. Und auch schon Kinder können sich bekehren. Ja, schon in jungen Jahren können Kinder Jesus in ihr Herz einlassen. Ja. In der Familienandacht sollte man die Bibel gründlich und systematisch studieren. Das heißt nicht, dass man jetzt immer nur die Bibel zur Hand nimmt, sondern man kann auch, wie gesagt, wenn die Kinder klein sind, Kinderbibel nehmen oder dann auch Anleitungen zur Bibel oder dann auch irgendwelche Dinge, wo man etwas einträgt, wo es Anleitungen gibt für Familienandacht und so weiter. Aber es ist sehr, sehr spannend. Durch Besuch oder Anruf sollte die Familienandacht nicht unterbrochen werden. Wenn Besuch kommt, dann sollte die Familienandacht wichtiger als der Besuch sein. Dann kann man dem Besuch sagen, können Sie entweder mitmachen oder Augenblick warten, bis man fertig ist. Ja. Täglich die Sabbatschullektionen lernen, ist auch wichtig. Dass man mit den Kindern, dass die Kinder schon lernen, jeden Tag ihre Kindersabbatschule zu lernen, dass sie dann nachher, wenn sie Jugendliche werden und Erwachsene werden, auch daran gewöhnt sind, jeden Tag ein Stückchen Gottes Wort, die Bibel zu lesen, die Lektion zu lernen und daran zu wachsen. Und dass die Kinder Bibeltexte auswendig lernen. Und manchmal ist das für Kinder ein bisschen mühsam, aber wenn sie das können und sie gelobt werden oder sie Belohnung bekommen für aufgesagte Bibeltexte, das motiviert sie und dann freuen sie sich auch, dass sie das können und aufsagen können. Kindern kann man auch die Prophetie der Bibel erklären. Man muss nicht sämtliche Feinheiten, aber die wichtigsten prophetischen Ketten und wie das zusammenhängt. Und sie können es verstehen. Ja. Und da können die Kinder auch gleich Mathematik dabei lernen. Mathe und Prophetie, die ergänzen einander. Und dass sie nicht nur oberflächliche biblische Kenntnisse haben. Das heißt, sie müssen auch wissen, was andere Christen sagen und warum andere Christen manches anders lehren und glauben und warum die Bibel aber das so sagt und dass sie das schon unterscheiden können. Was andere Christen lehren, zum Beispiel, was ist, wenn der Mensch stirbt? Dass der Mensch eben, wenn er stirbt, dass er keine unsterbliche Seele hat, sondern dass er dann ins Grab gelegt wird und dass er dann wieder aufersteht, wenn Jesus wiederkommt, wenn er gläubig war. Und dass eben, dass man keinen Kindern sagen, dass andere Christen glauben, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, die dann weiterlebt und im Himmel dann schon ist, weil nach dem Tod und so weiter. Aber das können die Kinder auch schon verstehen und dass sie das unterscheiden lernen, diese Dinge. Biblische Lehren. Das ist ganz wichtig für die Kinder, dass sie das auf das eigene Leben anwenden können. Denn wenn es nur eine Theorie bleibt, wird das für sie nicht lebensverändernd sein, sondern dass das für sie selbst wichtig ist, für ihre eigenen Entscheidungen. Ja, zum Beispiel, dass die Kinder schon lernen, Zehnten zu geben. Ja, wenn sie Taschengeld bekommen, können sie gleich ein Zehntel gleich schon ab in eine Dose tun und dann irgendwann in regelmäßigen Abständen abgeben. Es ist wichtig, dass sie das in der Praxis lernen. Jeder ist für sich selbst und seine Kinder verantwortlich. Und man darf nicht vom Prediger abhängig sein und sagen, naja, der Prediger hat das nicht richtig gemacht, sondern man hat selbst den meisten Kontakt mit den Kindern zu Hause.
Jugendliche sollen Freude am Bibelstudium bekommen. Vor allen Dingen keine albernen Geschichten erzählen, sondern aus der Bibel Geschichten. Ja? Und heute haben wir viele Fabeln manchmal und Geschichten. Und wir werden selbst biblische Geschichten so erzählt den Kindern, dass es am Ende Fabeln werden, ja, und man irgendwelche Nebengleise da abdriftet. Das ist nicht gut. Man sollte die Geschichten der Bibel, so wie sie sind, auch erzählen und weitergeben. Und auch sehr kleine Kinder können sie verstehen. Natürlich muss man da einfach erzählen von Noah und der Flut oder Jona im Fisch, das können sie schon verstehen. Ja. Und dann, dass der Jona auch gepredigt hat und dass die Menschen sich bekehrt haben. Die Kinder können das verstehen. Unter kluger Anleitung wird das Wort immer interessanter. Deswegen, man muss sich Gedanken machen, wie man das umsetzen kann. So wie die Sonne. Sie gibt Licht und Wärme und es ist immer neu. Und keiner sagt, na, jetzt habe ich aber genug davon, das brauche ich jetzt nicht mehr, sondern man freut sich immer wieder daran. So ist auch mit der Bibel. Man freut sich immer wieder an dem Wort der Bibel, auch wenn wir schon vieles daran kennen. Wir sollen es einfach und verständlich erklären. Dazu kann man auch Vergleiche, Tafeln, Landkarten und Bilder benutzen. Und das hilft dann auch, dass die Kinder das begreifen können. Kapitel 78. Die Bibel ist nicht nur allein, sondern auch das Gebet. Bibel und Gebet sind zusammen eine ganz wichtige Grundlage für unsere Kinder und für uns selbst. Wenn irgendjemand auf der Welt Kraft und Ermutigung braucht, dann die Menschen, die für Erziehung und Ausbildung von Kindern verantwortlich sind. Es gibt nichts Schwierigeres auf dieser Welt als Kindererziehung. Ja, deswegen jemand, eine Mutter, die ihre Kinder erzieht, hat eine höhere Verantwortung als jeder andere, als jeder Prediger oder als jeder Ingenieur oder Manager, der irgendwelchen Firmen vorsteht. Weil Kindererziehung bedeutet, dass Kinder, der Charakter eines Kindes geprägt wird für die Ewigkeit. Und das ist eigentlich Lebenswerk. Ja. Deswegen brauchen Mütter, Väter, Erzieher, Lehrer brauchen unglaublich Kraft und Ermutigung aus der Bibel. Deswegen sollte man auch, wenn und auch Eltern machen Fehler und auch Lehrer machen Fehler. Und man sollte sie deswegen nicht immer nur kritisieren, sondern man sollte für sie beten und mit ihnen gemeinsam zusammen in diesem Werk stehen, sie unterstützen und gemeinsam diesen Weg gehen. Ja, morgens und abends sollten sie Gott um Weisheit bitten für ihr wichtiges Werk und auch für die einzelnen Kinder, wie sie damit umgehen können. Jedes Haus sollte ein Gebetshaus sein. Familienandachten sind sehr wichtig. Wichtig ist die persönliche Andacht, denn ohne persönliche Andacht ist alles nichts. Dann sind Andachten von Ehepartnern wichtig, dass man mit dem Ehepartner gemeinsam auch Andacht hat, aber auch Familienandachten, dass man zusammen einen Text liest, darüber betet, ein paar Worte daraus austauscht, Erfahrungen austauscht. Ja. Die Meinung, das Gebet sei nicht lebensnotwendig, ist eine erfolgreiche Lüge Satans. Sie ist unglaublich wichtig. Ja. Das Gebet ist die Gemeinschaft mit der Quelle der Kraft. Ja. Deswegen, ohne Gebet haben wir keine Kraft, um der Versuchung zu widerstehen. In einem Heim, sagt Ellen White, in dem nicht gebetet wird, würde ich keine Nacht bleiben. Weil sie sagt, das Gebet ist wichtig, auch für Gottes Schutz. Dass man auch Gottes Nähe hat, dass man Gott weiß, die Engel sind da und beschützen einen. Und das ist wichtig. Oft ist die Morgen- oder Abendandacht nur eine bloße Form. Und das kann irgendwie zu einer Form werden. Deswegen sollte man immer wieder darüber überlegen und auch reflektieren, mit dem Ehepartner darüber sprechen. Wie ist das? Machen wir das gut? Könnte man was verbessern? Und wenn die Kinder älter werden, muss man auch die Art und Weise der Andacht verändern, dass die Kinder auch altersgerecht die Andacht haben. Wenn man immer die gleichen Phrasen sagt, immer die gleichen Phrasen betet, wenn man keine Dankbarkeit gegenüber Gott hat, nur Probleme und Bedürfnisse geäußert werden, dann kann das irgendwann auch ermüdend sein und auch für Kinder nicht schön sein. Echtes Beten heißt, dass wir unser Herz dem himmlischen Vater öffnen, unsere völlige Abhängigkeit bekennen, dass wir dankbare Liebe zeigen, dass wir wirklich inbrünstig vom Herzen her beten, ja, und nicht nur irgendwo äußerlich oder pro forma. Deswegen, die Familienandachten sind wie das Morgen- und das Abendopfer. Die sind eine Grundlage des christlichen Lebens und der Erziehung überhaupt. Wir sollten Gott bitten, dass er alle bewahrt, dass er allen hilft, dass er alle führt. Dienende Engel werden die Kinder begleiten, die so Gott anvertraut wurden. Das Gebet errichtet einen Schutzwall um die Kinder. Das heißt, dass wir wissen, Gott beschützt unsere Kinder, wenn sie zur Schule gehen, wenn sie irgendwo anders sind. Ja. So sollte man feste Zeiten haben für Morgen- und Abendandacht. Ja. Und am besten vor dem Frühstück schon mit den Kindern.
Ja, und abends Gott für die Segnungen danken vom ganzen Tag. Die anderen sollte man nicht vernachlässigen. Vor allen Dingen auch dann nicht, wenn viel zu tun ist oder wenn Gäste anwesend sind. Sollte man nicht sagen, heute sind Gäste da, heute machen wir keine, sondern nee, dann tut man die Gäste einladen, mit dazu nehmen. Ja, dass es ein wichtiger Grundsatz wird. Und abends nicht zu spät machen, wegen der Konzentration. Ja, wenn man abends um 10:30 oder 11:30 die Andacht macht und alle schon müde sind und die Augen zufallen, dann nützt das nicht mehr viel. Deswegen sollte man feste, regelmäßige Zeiten haben, wo das immer passiert und wo das auch gut funktioniert. Ein Zitat aus dem Buch Wie führe ich mein Kind, Seite 292. Der Vater als Priester des Hauses sollte die Morgen- und Abendandacht leiten. Es gibt keinen Grund, weshalb dies nicht das interessanteste und beliebteste Unternehmen des Familienlebens sein kann. Das Familienoberhaupt soll es sich zur besonderen Aufgabe machen, die Andachtsstunde äußerst interessant zu gestalten. Durch Nachdenken und sorgfältige Vorbereitung auf diese Zeit, in der wir vor Gottes Angesicht treten, kann die Familienandacht zu einer Zeit werden, auf die sich jeder freut. Das heißt, das geht nicht von selbst. Hier steht ganz klar, durch Nachdenken und sorgfältige Vorbereitung. Das braucht auch Energie und das braucht Zeit. Wie kann ich, und das sollten, natürlich können es auch die Mütter auch machen. Und ich habe leider festgestellt, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass das fast alles nur noch die Mütter machen, die Andachten zu leiten. Aber ich denke, der Vater sollte das auch machen. Man sollte sich das vielleicht entweder abwechseln oder überlegen, wie kann man es gemeinsam machen. Aber der Vater sollte beteiligt sein in der Führung, in der Leitung der Abendandacht und der Morgenandacht. Entweder Morgenandacht oder Abendandacht oder beides. Und dass man sich dann gemeinsam Gedanken macht. Und das, weil das wichtig ist. Es kann das, wie steht hier, es soll eine Zeit sein, auf die sich jeder freut. Nicht, dass die Kinder denken, oh, müssen wir schon wieder Andacht machen, sondern dass die Kinder sagen, oh, wann ist die Zeit da? Und wenn man dazu ruft, dass sie begeistert kommen, weil sie freuen, jetzt ist wieder Andacht. Ja. Es kann die interessanteste und beliebteste Zeit der ganzen Familie sein. Es geht weiter. Die Ergebnisse werden in der Ewigkeit offenbar. Der Vater soll einen Schriftabschnitt auswählen, der interessant und leicht verständlich ist. Einige wenige Verse genügen, um eine Lehre daraus zu ziehen, die während des Tages gelernt und ausgelebt werden kann. Es können Fragen gestellt und einige ernste oder interessante Bemerkungen eingeflochten werden. Ein kurzes, passendes Beispiel hilft zur besseren Veranschaulichung. Dann kann man einige Verse eines Liedes singen. Das Gebet sollte kurz und treffend gesprochen werden. Die Andacht muss nicht eine Stunde oder eine halbe Stunde sein, nein. Das, natürlich, wenn die Kinder Fragen haben, kann man es auch verlängern, diese Zeit. Aber das kann auch zum Punkt sein. Zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man mit Teenies, das geht nicht bei kleinen Kindern, sondern wie man mit Teenies so eine Andacht machen könnte, dass man sagt, okay, jedes Kind kann sich eine Zahl aussuchen zwischen 1 und 176. Und sagt vielleicht ein Kind, okay, jedes nimmt eine andere Zahl. Eines nimmt vielleicht 65. Und dann sagt man, okay, schlagen wir alle einen Psalm auf, nämlich Psalm 119. Und dann liest, und übrigens auch die Eltern sollen auch eine Zahl nennen, zwischen 1 und 176. Dieser Psalm hat nämlich genau 176 Verse. Und dann soll jeder den Vers vorlesen, deren Ziffer er genannt hat am Anfang, deren Zahl er genannt hat. Wenn jemand zum Beispiel 65 genannt hat, dann liest er Vers 65. Dort steht, du tust Gutes deinem Knecht, Herr, nach deinem Wort. Und wenn derjenige seinen eigenen Vers gelesen hat, dann kann er mit zwei, drei Worten sagen, was das bedeutet. Wenn hier steht, du tust Gutes deinem Knecht, Herr nach deinem Wort, dann heißt das, kann man dazu sagen, okay, das bedeutet, dass wenn wir Gottes Wort lesen, dass Gott uns denn Gutes tut, was er uns seinem Wort versprochen hat und Verheißungen, das tut er auch in unserem Leben auch umsetzen und uns auch Gutes tun. Ja, das wäre schon zwei, drei Sätze zu diesem Vers. Und dann kann der Nächste seinen Vers vorlesen und dazu eine Erklärung geben. Und der Dritte und dann der Vierte, und bis man ganz rum ist. Und dann hat man eine Andacht gehabt. Und das Gute ist, bei dieser Andacht hat jeder einen Zufallstreffer. Man weiß ja nicht, was kommt. Und jedes Kind lernt selber schon, Bibeltexte auszulegen. Was bedeutet das? Und wenn das Kind nicht richtig schafft und nicht richtig kann und ein bisschen blockiert ist, dann kann man dem Kind helfen. Kann man sagen, ja, vielleicht könnte das ja bedeuten so und so. Ja, und dass man dann da ein bisschen unter die Arme greift. Aber das Kinder lernen, darüber nachzudenken und das zu erklären und anzuwenden auf das eigene Leben. Und gerade der Psalm 119 eignet sich sehr gut dafür. Warum? Weil es geht im ganzen Psalm über Gottes Gesetz, über Gottes Wort. Und immer was das Gesetz, in jedem Vers kommt das vor. Gottes Ordnung, Gottes Gesetz, Gottes Weisungen, Gottes Wort.
Und das, was das in meinem Leben bewirkt und was das Veränderungen bringt und warum es wichtig ist. Und deswegen ist das sehr gut geeignet, dieser Psalm, für so eine Andacht. Gut, also deswegen, da geht es um Morgen- und Abendandacht und da sollte man sich viel Mühe geben. Übrigens, auch wenn man keine Kinder hat, sollte man sich auch Mühe geben, dass man ein gutes Buch zusammen liest, die Bibel liest oder auch ein Buch von Ellen White mit der Bibel in Verbindung oder Verheißungen, die uns dann auch helfen und gut tun. Familienandachten, wie gesagt, kurz und lebendig und der Gelegenheit angepasst. Verändert immer wieder das Programm, das heißt nicht immer nur das Gleiche, sondern auch ab und zu mal verschiedene Dinge. Manchmal Kinder den Text auswählen lassen, mit klarer und deutlicher Stimme beten und auch nicht zu lange beten. Also wenn die Kinder nach 5 Minuten Gebet denken, hoffentlich hört er bald auf, dann hat man was falsch gemacht. Sondern sollte das klar und deutlich, man könnte auch zum Beispiel Anliegen sammeln. Wo hat man jetzt Anliegen, wenn das Kind am nächsten Tag eine Arbeit schreibt in der Schule, dass man dann sagt, okay, wer beten wir dafür? Oder wenn vielleicht Geschwisterkind einen Schnupfen hat oder ein Freund krank ist, dass man dafür betet und da konkret auch konkret Dinge nennt und dann auch relativ zügig betet. Musik und Lieder sind sehr segensreich. Ja, wenn man gut singen kann, wenn man Klavier spielen kann von der Familie oder das Kind selbst Klavier spielen kann, kann es auch mitspielen. Dann freut es sich, dass es mit dazu beitragen kann zu der Andacht. Und Singen ist immer etwas, was das Herz auch, das Gefühl auch anspricht und auch, dass man im Herzen dabei ist. Ja. Deswegen sagt Ellen White, lasst unsere Heime voller Lieder sein. Lieder, die lieblich und rein sind. Und es wird weniger tadelnde Worte geben, dafür mehr Freundlichkeit, Hoffnung und Freude. Auch in der Schule soll gesungen werden. Ja, Mose empfiehlt den Israeliten, die Worte des Gesetzes in Musik umzusetzen. Am Sabbatmorgen eine besondere Familienandacht und mit Singen, Lesen und Beten, weil der Sabbat eben ein besonderer Tag ist, mit und für die Kinder beten. Ellen White sagt, wenn meine Kinder Unrechtes getan haben und ich freundlich mit ihnen sprach und mit ihnen betete, war es nicht nötig, sie danach zu bestrafen. Ihre Herzen zerschmolzen und sie wurden vom Heiligen Geist ergriffen. Ja, man muss Kinder, wenn sie was Unrechtes getan haben, nicht immer strafen. So geht es auch, wie wir hier gesehen haben. Ja? Wenn man mit ihnen freundlich spricht und dann mit ihnen betet. Und das Gebet ist tatsächlich etwas, wo der Heilige Geist direkt im Herzen des Kindes wirkt. Und wenn das Kind dann auch um Vergebung beten kann, sagen, bei Gott bitte, das vergibt, das war nicht gut. Die Herzen schmelzen beim Gebet. Und wenn der Heilige Geist auch an den Herzen der Kinder wirkt, und dann merken die Kinder auch schon vom Heiligen Geist, und dann öffnen sie ihre Herzen. Und man muss nicht immer dann auch sie da bestrafen. Manchmal ist es vielleicht notwendig, aber nicht immer. Jesus hat auch im Gebet Weisheit und Kraft von Gott erhalten für den Weg, den er gehen sollte und gegangen ist. Kapitel 79, Sabbat. Jetzt kommen wir in die Richtung die Gemeinde und Erziehung, was ja das Thema von der heutigen Lektion ist. Sabbat sollte ein Tag der Freude sein. Viele Teenies und Jugendliche ist es gestattet, am Sabbat eigene Vergnügungen nachzugehen. Das sollte man nicht tun. Sie verlieren schließlich den Bezug zum Sabbat, zum Gottesdienst und zu Gott. Eltern müssen den Sabbat selber halten. Wenn sie ihn selbst nicht halten, wie können sie von den Kindern erwarten, den zu halten? Man sollte keine weltliche Arbeit machen. Kleidung und Mahlzeit sollte man am Freitag vorbereiten. Zu Beginn des Sabbats sollte aller Streit in Familie und Gemeinde beigelegt werden, damit der Sabbat auch entsprechend mit dem Segen Gottes auch begonnen werden kann. Dass die Kinder auch lernen und merken, es ist wichtig, auch Streit vor dem Sabbat beizulegen und sich auf den Sabbat vorzubereiten. Ja, Sabbat-Anfang-Andacht, das sollte eine besondere Andacht sein, nicht so wie die wöchentliche Andacht, sondern Gottes Wort lesen, dass man zusammen singt und betet, dass man hier am Sabbat-Anfang auch eine besondere Sabbat-Anfang-Andacht, dass man Sabbat willkommen heißt und dass es hier auch besondere Zeit mit Gott ist. Der Sabbat ist ein Tag des Segens und dass man das schon am Freitagabend diesen Segen spürt und erlebt und Gott hat verheißen, diesen Segen zu geben. Und das macht er auch, wenn wir auch entsprechend den Sabbat beginnen und auch frühzeitig mit dem Sabbat beginnen, nicht erst in letzter Minute noch und irgendwie in Hetze, sondern dass man auch ein bisschen früher, bevor der Sabbat anfängt, schon fertig ist, sich hinsetzt und dann zur Ruhe kommt und mit den Kindern auch den Sabbat begrüßen kann. Alle weltlichen Dinge beiseite legen, Gedanken auf Gott und die Ewigkeit richten. Ja. Dann können die Kinder auch lernen. Manche Dinge sind für die Woche geeignet, aber manche Dinge sollte man am Sabbat nicht tun. Und dann ist es nur für den Sabbat, einige Dinge auch. Ja. Nicht für den Lebensunterhalt arbeiten, keine Beschäftigungen, die man auch in der Woche hätte tun können, dass die Kinder auch das schon lernen. Wenn die Eltern das so machen, dann machen das die Kinder auch so. Keine körperliche Arbeit und Denken auf geistliche Themen richten. Und
Den Kindern wird das Freude machen. Also ich weiß noch, für uns damals, als ich Kind war, das Freitagabend war Sabbatanfang immer der schönste Abend in der ganzen Woche. Die Familie war zusammen, man hatte Zeit und man hat zusammen gesungen und zusammen gesprochen. Und die Kerzen waren an im Winter, wenn es ein bisschen dunkel war. Und das war immer sehr gemütlich und eine besondere schöne Zeit. Und auch, dann war es auch so, dass am Freitagabend dann auch teilweise dann auch besonders Essen gemacht wurde, ja, und besonders schön gedeckt wurde, die Tafel, gutes Geschirr und gutes Besteck und gutes Essen war dabei und manchmal eine Sabbatüberraschung für die Kinder. Und das war dann was Besonderes dann, ne, eine besondere Atmosphäre. Ja. Am Sabbatnachmittag sollten die Eltern vor allen Dingen nicht den Schlaf der Woche nachholen. Es gibt für die Kinder nichts Schlimmeres, als wenn sie zu Hause sitzen, die Eltern schlafen, weil sie von der Woche müde sind und sie selbst dürfen weder Fernsehen gucken noch irgendwelche anderen Spiele machen und sitzen rum und wissen nicht, was sie machen sollen. Das sollte nicht vorkommen, sondern man sollte mit den Kindern zusammen den Sabbat verbringen. Und das ist für die Eltern besonders hart manchmal, weil sie vielleicht müde sind, aber die Kinder brauchen die Eltern am Sabbat, dass die Kinder sich freuen auf den Sabbat. Am Sabbatmorgen sollte man früh aufstehen, keine Hast, keine Eile, keine Ungeduld. Manchmal versucht Satan gerade am Sabbatmorgen, in der Familie einen Streit hervorzurufen, damit man zum Gottesdienst fährt im Streit und dann auch keinen Segen mehr hat von dem Gottesdienst. Sondern man sollte ohne Hast, ohne Eile, ohne Ungeduld am Sabbatmorgen alles erledigen und dann zum Gottesdienst fahren. Man sollte mit den Kindern regelmäßig den Gottesdienst besuchen, dass es für die Kinder normal ist, zum Gottesdienst zu gehen. Und dass das Wichtigste überhaupt ist, dass sie auch der inneren Gewohnheit haben, den inneren Drang haben, dahin zu gehen. Der Sabbat sollte für die Kinder keine Last sein, sondern einen Freudentag, dass sie sagen, okay, der schönste Tag der Woche, wir freuen uns schon auf den Sabbat, weil dann die Familie Zeit hat und der Vater Zeit hat. Sollte besondere Sabbatkleidung haben, die nur für den Gottesdienst da ist, denn dass die Kinder auch unterscheiden lernen, auch in äußeren Dingen, weil es macht etwas aus, ne? Dass man eine Sabbatkleidung hat, besonders schicke Kleidung. Das sollte natürlich jetzt nicht eine Modenschau sein, aber besonders gute Kleidung, Sabbatkleidung, die für den Sabbat da ist. Ja, und diese Kleidung sollte sauber und gepflegt sein und natürlich aber ohne Schmuck, aber trotzdem gut und eine besondere schicke Sabbatkleidung. Den Kindern die Sabbatpredigt erklären. Manchmal können die Kinder das selbst schon verstehen, manchmal muss man ihnen das ein bisschen erklären, was der Prediger gesagt hat. Und natürlich mit eigenen Worten wiedergeben, versuchen, das tägliche Leben zu übertragen. Wie kann man das für unser Leben anwenden, was können wir da tun? Das sollte aber jetzt nicht eine Stunde lang dauern oder eine halbe Stunde lang dauern, das können die Kinder nicht verstehen. Die Kinder lieben nicht lange Predigten, sondern kurze Unterweisungen zum Punkt und dann verstehen sie es und das ist okay für sie. Das heißt, das kann 5 Minuten, 10 Minuten kann das sein. Bei der Heimfahrt, beim Auto oder beim Mittagstisch kann man die Predigt erklären oder auch ins tägliche Leben übertragen. Essen am Sabbat. Man sollte ein besonderes Essen haben und doch sollte es einfach sein, dass man nicht viel Zeit dort verbringt beim Essen kochen. Es sollte schmackhaft und appetitlich sein, nicht zu vielfältig, nicht zu viel essen, weil man sonst müde wird und schlapp wird. Man sollte am Sabbat viel Zeit mit den Kindern verbringen. Am besten mit den Kindern rausgehen oder wenn man vielleicht eine Pfadfinderstunde hat oder irgendwo mit der Gemeinde irgendetwas Missionarisches macht oder raus in die Natur gehen und was unternehmen mit den Kindern, was ihnen Freude macht am Sabbat. Ja. Und den Kindern Gott als Schöpfer zeigen. Ein Zitat aus dem Buch Wie führe ich mein Kind, Seite 299. Macht den Sabbat zum schönsten, gesegnetsten Tag der ganzen Woche. Eltern sollten sich ihren Kindern besonders zuwenden. Sie können ihnen die schönsten biblischen Geschichten vorlesen und sie zur Ehrfurcht vor dem Sabbattag erziehen, indem sie ihn selbst halten, wie es im Gesetz geschrieben steht. Man kann die Kinder für gute Bücher interessieren oder ein Gespräch über ihr Seelenheil beginnen. Eltern können mit ihren Kindern hinaus ins Grüne gehen, um Gott in der Natur zu sehen. Das ist ein Zitat von Ellen White aus dem Buch Wie führe ich mein Kind. Also, Kinder sollten am Sabbat fröhlich sein. Wenn die Kinder ein langes Gesicht bekommen, wenn sie an Sabbat denken, dann ist das ein Problem der Eltern. Die Eltern sollten überlegen, wie kann ich den Sabbat zu einer Zeit machen, dass die Kinder sich darauf freuen. Wenn die Kinder gerne Sachen machen würden, die man am Sabbat nicht machen sollte, kann man überlegen, wie kann ich andere Dinge am Sabbat nicht machen, wo sie genauso viel Freude dabei haben. Ja? In der Natur Gottes Liebe und seine Gesetze erkennen. Gottes Wesen ist nicht ernst und streng, sondern Gott ist ein liebender Gott, der sich mitfreut mit uns. Was Gott von uns fordert, gibt er uns wieder zurück. Er bereichert, er verwandelt, mit seiner Herrlichkeit erfüllt es wieder uns zurück und wir können uns daran freuen. Sabbat und Familie im Garten Eden eingesetzt
Und beides ist auch wieder eine Freude für den Menschen, wenn wir eine Familie haben, die eine Ehe haben, die unter Gottes Segen steht und den Sabbat halten, dann können wir auch wieder diesen Segen Gottes, den er im Garten Eden gegeben hat, erleben. Beides sind unauflöslich miteinander verbunden, der Sabbat und die Familie. Ja. Und auch am Sabbatschluss sollte man wieder eine Andacht haben, Sabbatschlussandacht, Lied und Gebet und die Woche mit Gottes Segen wieder beginnen. Sollte der Sabbat der schönste Tag der Woche sein. Das ist ganz wichtig für die Kinder. Das ist für die Kinder noch wichtiger als für die Eltern, denn die Eltern, die machen sich ja selbst, überlegen sie, wie kann ich den Sabbat gestalten, dass es für mich eine Erholung ist und auf Gott ausgerichtet ist. Aber die Kinder brauchen Hilfe dabei, die brauchen die Eltern. Kapitel 80, Ehrfurcht vor heiligen Dingen. Ehrfurcht, Ehrerbietung und Wertschätzung ist wichtig für die Kinder, dass die Kinder lernen, zwischen profanen, weltlichen Dingen und heiligen Dingen zu unterscheiden. Gottes Name sollten wir nur mit Ehrfurcht nennen. Auch im Gebet, sagt Ellen White ganz deutlich, wir sollten im Gebet nicht Gottes Namen ständig wiederholen, weil man das dann manchmal unehrerbietig ausspricht, sondern sollte man auch das mit Ehrfurcht verwenden. Wir sollten vor Gottes Wort Achtung haben und das nicht einfach so irgendwo Witze drüber machen oder irgendetwas, ja, nicht zu Späßen missbrauchen. Der Ort und die Zeit der Anbetung Gottes ist heilig. Das sollte man den Kindern auch sagen, dass sie dann nicht einfach rumlaufen und schreien und machen und sich irgendwie, sondern wenn man Andacht hat, wenn man Gott anbetet in der Gemeinde oder an einer Familienandacht, dann ist das eine heilige Zeit, ein heiliger Ort. Und das können die Kinder begreifen und sie können sich danach ausrichten. Das ist für Kinder ganz normal. Gott sagte zu Mose, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und das muss man Kindern auch beibringen. Ja. Und dazu muss man selbst aber auch einen Begriff haben von der Heiligkeit, von der Ehrfurcht. Ich denke, gerade diese Ehrfurcht vor heiligen Dingen ist manchmal schon ein bisschen verschwunden. Deswegen muss man es auch in den Gemeinden wieder ein bisschen kultivieren und auch den Kindern. Das heißt nicht, dass man jetzt überall nur noch ernst und nur noch mit steinernem Gesicht. Ehrfurcht heißt nicht ernst und steinernes Gesicht, sondern Ehrfurcht heißt, dass wir wissen, dass wir in Gottes Gegenwart treten, dass wir nicht hier mit Witzen und mit Shakern hier, sondern dass wir das ernst nehmen, was Gott sagt. Ja? Und dass wir Ehrfurcht kann heißen, dass wir innerlich ein ehrfürchtiges Gefühl gegenüber Gott haben, aber auch kann trotzdem eine Freude dabei sein. Freude und Ehrfurcht tun sich nicht gegenseitig ausschließen. Ja? Eine heilige Freude. Oft sinken die heiligen Dinge auf die Ebene der alltäglichen Dinge ab. Und das ist problematisch. Oft fehlt auch die Ehrfurcht vor dem Hause Gottes. Auch hier haben die Eltern und auch die Gemeinde eine Verantwortung. Kinder laufen im Gottesdienstraum herum, spielen, reden und zeigen ihre schlechte Laune. Sie sollten wissen, es ist heilige Zeit und ein heiliger Ort. Ja, das Haus ist das Heiligtum für den Familiengottesdienst, die Kammer für die persönliche Andacht. Die Kapelle ist das Heiligtum der Gemeinde. Und da sollten auch Kinder merken und wissen, das ist nicht alltäglich und da muss man sich anders verhalten. Deswegen lehrt die Kinder, Ehrfurcht vor dem Gotteshaus zu empfinden. Zitat dazu aus dem Buch Wie führe ich mein Kind, Seite 304. Wenn die Kinder das Haus des Herrn betreten, sollten sie von dem Gedanken erfüllt sein, Gott ist hier, dies ist sein Haus. Ich muss reine Gedanken und heilige Beweggründe haben. Ich darf weder Stolz, Neid, Eifersucht, bösen Argwohn, Hass noch Betrug in meinem Herzen haben. Denn ich komme in die Gegenwart des heiligen Gottes. Dies ist der Ort, an dem Gott seinem Volk begegnet und es segnet. Der Hohe und Heilige, der in der Ewigkeit wohnt, schaut auf mich und kennt die geheimsten Gedanken und Taten meines Lebens. Und ich denke, das muss nicht ein Druck sein, nicht etwas Negatives sein, sondern es kann mir helfen, mich selbst zu reflektieren und selbst zu wissen, okay, ich bin mit Gott im Reinen und ich kann jetzt in Gottes Gegenwart treten und ich darf mich an der Gegenwart Gottes erfreuen. Deswegen, der Gottesdienstraum sollte auch nicht zum Essen oder als Geschäftsraum verwendet werden, weil die Kinder dann damit automatisch diese weltlichen Dinge assoziieren, wenn sie in den Gottesdienstraum kommen. Auch nicht als Schulraum. Heiliges und Alltägliches wird dadurch vermischt und die Kinder verlernen diese Ehrfurcht vor dem Gottesdienstraum. Es sollte auch kein Mehrzweckraum sein. Hier offenbart Gott seine Gegenwart. Es ist der Audienzraum des großen, ewigen Gottes. Deswegen bringt Kinder, die stören oder herumlaufen, hinaus. Dafür hat meine Mutter einen Kindraum meistens heute, dass sie, wenn Kinder stören, dann im Nebenraum sein können, weil Gottes Gegenwart dort ist. Die Kleidung sollte hübsch sein, sauber und ordentlich. Auch das ist ein Zeugnis für die Kinder, dass sie auch hier lernen, in Gottes Gegenwart sich so zu verhalten. Man sollte auch Achtung vor dem Prediger und vor der Predigt zeigen, wodurch, dass man nicht die Fehler des Predigers, des Sprechers kritisiert.
Natürlich, auch wenn das nicht so gut gewesen ist, kann man sagen, okay, das hätte man noch ein bisschen besser machen können, aber man sollte trotzdem die positiven Dinge erwähnen und auch das verlängern, denn aus jeder Predigt kann man irgendwas Positives auch herleiten. Denn wenn Kinder immer nur die Kritik hören an der Predigt und am Prediger, dann werden sie auch eine kritische Haltung am Ende zu dem Prediger bekommen und auch zum Wort Gottes. Ich rede von der guten Arbeit, die er tut, die der Prediger tut. Die Herzen vieler Jugendlicher wenden sich von Gott ab und werden hart. Warum? Weil die Eltern ständig den Prediger kritisieren. Weil sie sehen den Prediger als Repräsentant Gottes und deswegen wenden sie sich auch von Gott ab, weil sie das nicht gut finden. Deswegen, die Jugend braucht heute unbedingt Ehrerbietung. Ja. Und diese Ehrfurcht kann man üben, bis sie zur Gewohnheit wird. Und da müssen wir auch gerade in der heutigen Zeit, muss man wieder ein bisschen darauf achten, dass das auch wieder ein bisschen mehr gemacht wird. Und das letzte Kapitel, das ist jetzt das, was für unser Thema ist, unsere heutige Lektion, die Gemeinde und Erziehung. Das heißt hier in dem Buch Zusammenarbeit zwischen Heim und Gemeinde, aus dem Buch Wie führe ich mein Kind. Eltern, beginnt die Erziehung bei euch selbst. Warum? Wie wir auch studiert hatten in dieser Woche, Erziehung beginnt mit Vorbildfunktion, dass ich mich selbst erziehe und dadurch auch Wirkung auf die Kinder und auf die anderen habe. Bekehrt euch selbst täglich zu Gott. Ich würde das so sagen, übergebt jeden Tag euer Leben Gott. Verhaltet euch so, dass eure Kinder die Zusammenarbeit mit himmlischen Engeln spüren. Dass sie merken, es macht einen Unterschied. Und die Engel sind da und wir gehen mit heiligen Dingen um. Charakterbildung ist wichtig. Und dass man den Kindern den Charakter Christi offenbart. Und zwar nicht unbedingt nur sagt, wie er war, sondern dass sie das erleben und spüren, dass er barmherzig war und dass sie sehen, wie hat er die Kinder lieb gehabt und wie hat er den Menschen geholfen und durch die Art und Weise und durch die Dinge, die er getan hat, dass sie dadurch Gottes Charakter und Gottes Liebe, Christi Liebe erkennen und verstehen. Zeigt ihnen Freundlichkeit und Liebe und dann können sie auch Gottes Freundlichkeit und Liebe verstehen und erleben und spüren. Vorbildliche Familien führen zu vorbildlichen Gemeinden. Eine Gemeinde ist immer nur so herzlich und gut und warmherzig, wie es eine Familie ist. Wenn in den Familien der Zusammenhalt fehlt, dann fehlt auch der Zusammenhalt in der Gemeinde. Denn die Familien sind die kleinsten Zellen der Gemeinde. Richtiges Verhalten im Gottesdienst lernt man zu Hause. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch den Eltern hilft, dass auch ihre Kinder sich im Gottesdienst und auch zu Hause gut verhalten können, dass sie gehorsam sind. Wie führe ich mein Kind? Seite 308. Jede Familie ist eine Gemeinde, über die Eltern verantwortlich sind. Das Hauptanliegen der Eltern sollte sein, für die Rettung ihrer Kinder zu wirken. Wenn der Vater und die Mutter als Priester und Lehrer des Heims sich ganz auf die Seite Christi stellen, wird sich ein guter Einfluss im Heim bemerkbar machen. Und dieser geheiligte Einfluss wird in der Gemeinde von jedem Gläubigen wahrgenommen. Meine Lieben, wir können als Familie, auch mit Kindern, auch mit kleinen Kindern, können wir in der Gemeinde einen positiven, weitreichenden, geheiligten Einfluss ausüben. Durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns anschauen, wie wir miteinander reden, wie wir Liebe zueinander zeigen und auch zu anderen in der Gemeinde zeigen. Welch guten Eindruck würde die Gemeinde auf die Welt machen, wenn alle Mitglieder wie Christen leben würden, wenn alle liebevoll miteinander umgehen und wenn alle miteinander die Liebe zeigen. Prediger können weniger bewirken, wenn die Eltern ihre Aufgabe vernachlässigen. Denn wenn die Jugendlichen eine innere Ablehnung haben, wie kann der Prediger ihre Herzen erreichen? Die Kinder werden so sprechen, wie sie euch reden hören. Ja, die Kinder reden den Eltern meistens, vor allem wenn sie kleiner sind, alles nach. Der Einfluss der Familie soll ein Segen für die Gemeinde sein. Und es kann es auch sein, wenn wir in der Familie eine sehr positive Atmosphäre und Einfluss haben, wird es in der Gemeinde auch sichtbar werden. Kümmert euch um Jugendliche, die alleine sind, die keine Familie haben oder eine Familie haben, die nicht an Gott glauben. Das ist wichtig, dass sie irgendwo aufgefangen sind und dass sie auch ein Heim haben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie geliebt werden. Und in jeder Predigt sollte eine Kindergeschichte erzählt werden, dass die Kinder merken, sie gehören dazu und die Gemeinde ist für sie da und die Gemeinde möchte sie auch von Gott etwas ihnen weitergeben, dass sie auch im Gottesdienst wahrgenommen werden und sie wichtig sind. Ja, das sind so ein paar Gedanken gewesen über Gemeinde und Erziehung. Jesus liebt dich. Er möchte in dir leben. Er möchte in dir sichtbar werden, er möchte durch dich sichtbar werden, er möchte sich den Menschen durch dich offenbaren, er möchte unsere Kinder zu sich ziehen. Und dazu möchte er auch dich gebrauchen. Deswegen, wenn wir ihn in unser Herz einlassen, wenn wir jeden Tag mit ihm leben, je mehr er in unserem Leben sichtbar wird, desto mehr werden wir auch sein Bild widerspiegeln und desto mehr werden auch unsere Kinder den Weg gehen, den Jesus
uns gezeigt hat. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns Kinder gegeben hast und dass wir auch für diese Kinder Verantwortung haben. Hilf, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen. Hilf, dass wir selber uns erziehen lassen von dir, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir deinen Charakter widerspiegeln. Wir bitten dich, dass wir auch unseren Kindern ein Vorbild sein können darin, dass wir sie auch zur rechten Ehrfurcht erziehen können, dass sie dich in ihrem Herzen haben, dass sie den Sabbat lieben, dass sie dich lieben lernen und dass sie auch vor allen Dingen, wenn sie dich im Herzen haben, auch ihr Leben danach ausrichten, dass sie das Gute und das Böse unterscheiden können. Herr, schenk du uns Weisheit dazu und schenk du uns deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Herzliche Einladung. Das nächste Thema lautet Lektion Nummer 10, Erziehung in Kunst und Wissenschaft. Spannendes Thema. Gottes Segen. Bis dann.